Fachkräftemangel, Kündigungswelle und Quiet Quitting. Unternehmen und Führungskräfte haben es gerade echt schwer, gute Mitarbeiter zu finden und zu halten. Aber letztens auf einer Unternehmertagung habe ich etwas herausgefunden, vermutlich sogar den besten Weg, wie du heute und zukünftig noch Mitarbeiter findest. Wie genau dieser Weg aussieht und warum er nichts mit dem Gehalt zu tun hat, das du bietest, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar bin ich darauf gekommen, als ich auf dieser Unternehmertagung war und Folgendes bemerkte. Als Startredner stand eine Person auf der Bühne, Bernd, der war völlig verzweifelt und berichtete als Mittelständler über seine Personalsituation. Das hat mich so gefesselt und auch emotional berührt, da wollte ich unbedingt Genaueres erfahren. In den folgenden 2 Tagen lernte ich ihn durch mehrere Themenworkshops auch näher kennen. In seinem Unternehmen mit gut 2500 Mitarbeitern konnten sie keine weiteren Mitarbeiter mehr gewinnen. Es wurde aber auch dringend weiter benötigt, weil viele Aufträge vorlagen, die bald nicht mehr erledigt werden konnten. Denn diese Kündigungswelle und das Problem von Fachkräfte- oder auch Mitarbeitermangel hatte auch sein Unternehmen hart getroffen. Bernd erzählte mir, wie viel Geld sie in den letzten Wochen schon in Headhunter sowie Marketing und Stellenanzeigen steckten, mit der Hoffnung, dass sich bald was tun wird. Ebenso hatten sie in seiner Firma intern Prämienmodelle vorgestellt für die Aktion Mitarbeiter wirbt Mitarbeiter. Je nachdem, wie viele Personen und in welcher Qualität geworben wurde, konnte man verschiedene Prämien erreichen. Die erreichbaren Prämien waren sehr verlockend und gingen von Sachprämien über monetäre Anreize bis zu finanziellen Beteiligungen am nächsten Urlaub. Das war schon Hammer. Anhand dessen, wie viele Ideen sie da hineingepackt haben, merkte man auch sofort, Mensch, wie wichtig dieses Thema Mitarbeitergewinnung für diese Firma war. Sie hatten alles Mögliche versucht. Umso schlimmer war es natürlich, dass sie mit diesen Maßnahmen in den letzten 3 Monaten vor dieser Tagung hier bisher überhaupt keine Rückmeldung oder Bewerbung hatten. Trotz krass hoher Investitionen, und das war wirklich eine Menge. Nachdem ich dieses alles von ihm hörte, gab er enttäuscht zu, dass er das Gefühl hatte, gescheitert zu sein und aufgeben wollte. In der Mittagspause sind wir dann näher ins Gespräch gekommen. Da fragte ich ihn, wenn die Bedingungen eigentlich gleich sind wie bei anderen Firmen, warum sind und arbeiten denn Mitarbeiter prinzipiell jetzt gerade bei dir? Bernd überlegte, zuckte mit den Schultern, weil ihm spontan keine konkreten Punkte einfielen. So fragte ich ihn nochmal anders. Sag mal, Bernd, wenn das Gehaltsniveau in deiner Firma dem der Konkurrenz entspricht, was sind denn die wahren Gründe, das Spezielle, warum Mitarbeiter gerne bei und für dich arbeiten? Beziehungsweise weswegen Außenstehende unbedingt bei euch arbeiten wollen und sich genau deswegen bewerben? Welches spezielle Benefit-Paket hat deine Firma schon geschnürt, um für Fachkräfte attraktiv zu sein? Nicht nur als interessanter Arbeitgeber, sondern als gefragte Marke, wo sie unbedingt arbeiten und mitwirken wollen. Wichtig ist, definiere dich nicht nur über das Gehalt, sonst bist du zu vergleichbar und irgendwo gibt es immer jemand, der mehr zahlt als du. Das Entscheidende, warum sich Menschen bei einer gefragten und coolen Firma bewerben, ist mehr als nur Gehalt. Da schaute er mir mit großen Augen an. Oh Mann, mir fällt nichts Besonderes ein, nur relativ normale Punkte, da ist nichts, was wir haben. Aber die Idee mit dem Besonderen ist super. Wir haben uns allerdings bisher noch gar keine Gedanken darüber gemacht, leider noch nicht. Weil es lief ja auch bis jetzt immer alles gut. Christoph, und du hast völlig recht. Wenn es gut läuft, hat man echte Scheuklappen und keinen Blick mehr für das Besondere. Daher wird es jetzt höchste Zeit, dass wir das mal konkret angehen und erarbeiten. Würdest du uns auf dem Weg bitte dabei helfen, mein Unternehmen von einer normalen Firma zu einer gefragten Marke zu machen? Okay, so ging ich dann mit meinem Team dran, zuerst einmal das Benefit-Paket intern in seiner Firma zu entwickeln. Paket hört sich jetzt im ersten Moment einfach an, weil es ein paar konkrete Bestandteile beinhaltet, als sogenannte kleine Päckchen dabei. Das System, die Systematik, was dahinter steht, fördert dann allerdings auch die Grundlage, aus denen sich immer eine neue Firmenkultur entwickelt, die prägend ist und die wichtige Essenz bildet für die zukünftige Zusammenarbeit. Nachdem das Benefit-Paket Schritt für Schritt für die neue Art der Mitarbeitergewinnung umgesetzt wurde, bemerkt auch Bernd eine richtige Aufbruchsstimmung in seinem Teams. Da bewegte sich was. Da passiert was, erzählte mir. Stolz. Nicht nur das, er konnte sogar schon in den ersten 4 Wochen eine positive Entwicklung bemerken.
Also zahlenmäßig nahmen die Bewerbungen täglich um 2-stelligen Bereich zu. Es hat sich auch rumgesprochen. Und Mitarbeiterkündigungen kamen nur noch vereinzelt vor. Seine Firma erhielt nicht nur mengenmäßig genügend Bewerbungen, sondern auch fachlich und persönlich tolle Menschen, die sich prima in dieses vorhandene Team integrierten. Dieses Gefühl, dass nun endlich die passende Lösung gefunden wurde, welche seine Personalsituation nicht nur entspannt, sondern deutlich entwickelt hat, machte ihn so froh und stolz, dass er für die gesamte Belegschaft ein großes Fest organisierte, um ihnen für ihren Beitrag an dem neuen System, ja, den ersten Schritten zur neuen Firmenkultur, wirklich zu danken. Ich war übrigens auch eingeladen und konnte direkt mitbekommen, wie Bernd und seine Leute ihre gemeinsame Feier zu ihrem gelungenen Projekt echt genossen haben. Wie haben wir denn das damals gemeinsam gestemmt? Über das entwickelte Benefit-Paket hinaus erfolgten die ersten Steps zum Systeminstallieren dieser Firmenkultur in folgenden 3 Schritten. Check. Also, was passt denn bereits? Was sollte überdacht werden? Das zweite war, was denn genau? Das heißt also, was wollen denn die Mitarbeiter wirklich? Also das muss individualisiert werden durch persönliche Interviews bei der Belegschaft und möglichen Bewerbern. Drittens, Pilotphase. In der Praxis wurde das dann getestet und angepasst und optimiert. Und genauso hat sich diese Firma entwickelt und das gewohnte, normale hinter sich gelassen. Jetzt sind sie der besondere, der gefragte Arbeitgeber und werden immer besser, weil ihr Projekt lebendig ist. Und das muss auch so sein. Also, Schluss mit dem gewohnten, normalen. Denn so bleibt es schwer, Mitarbeiter zu halten oder auch neue zu gewinnen. Wer stets nur seine Pflicht erfüllt, wird nie etwas zum Guten verändern oder entwickeln. Daher handle lieber jetzt sofort oder deine Mitarbeiter sind weg und du bekommst auch keine neuen. Du hast jetzt die Chance, etwas zu verändern. Und das musst du nicht alleine machen. Du kannst dich dabei auf ein bewährtes System und viel Erfahrung verlassen. Klick einfach mal unten, such den Termin und dann unterhalten wir uns zu deiner Situation, wie du und dein Team von diesem System am besten profitierst. Und darauf freue ich mich schon. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.